again to show. Hi Leute, ich war heute einmal kurz im Müller und was habe ich da gesehen? Mordorschatten, Mittelerde. Und ich konnte nicht widerstehen und es gleich mitnehmen. Und natürlich spiele ich das Ganze auch für euch. Und wir fangen auch gleich an. Story Modus. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Okay. Aber zum Glück sind wir kein Sterblicher. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Okay, also so beginnt das Kampftraining, wie es aussieht. Also Y, kontern. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Hart genug? Nee. Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, die Haie. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Tust du das? Halte RT gedrückt. Ah. RB. So. Sehr schön. Schwarzes Blut. Diese Orks sind wild als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Orks. Sie sind gefährlich, aber es sind zu viele. Tja. Ich bin direkt hinter dir und dann mach die Tür zu. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Ist das seine Frau?
sieht so aus. Es ist mit diesen Übergängen ist echt böse. Weil du es nicht so ganz verstehst, was passiert. Also. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau, auf deinem Weg. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion! Oh. Die sind wunderschön. Wo hast du die her? Selber gepflückt. Ich hab da noch ein paar Freunde. Sehr langweilig. Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Haya, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Ist das davor, danach? Das ist echt böse mit diesen Zeitsprüngen. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wir sollten wie Krieger kämpfen lassen. Stimmt es ohnehin nach Tag? Ja, toter Tag. Köstlich. Da war noch einer. Ah. Der plündert hier. Sehr schön. Oh. Er sah aber gerade. Ah. Was? Ah. Aua. Was passiert hier? Autsch. The fuck. Also so ein bisschen überfordert bin ich gerade schon. Ich muss die Musik leiser drehen. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Gar nicht. Finden den, der uns verflucht hat.
Oder so. Okay. Prolog zu Ende. Oder doch noch nicht ganz. Das kommt mir bekannt vor. Jetzt aber zu Ende. Okay. Also hat er irgendein Verbrechen begangen und musste deswegen zu den Waldläufern gehen. RB erneuern. Boom. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerung des Geistes frei. So ein bisschen wie bei Assassin's Creed hier. So aussichtsturmmäßig. Okay, und jetzt auch zusätzlich Marianne, das ist wahrscheinlich die Währung. Und neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte. Okay. Halte A gedrückt und wege dich nach vorne. Okay. Hui! Hallo. Den Fehler kann ich beheben. Echt? Hatte LT gedrückt. Oh, das hat nicht gereicht. So. Schwarze Hand wollte sie alle tot sehen. Stopp. Will ausweichen können oder so. Ich hab keinen mehr. Ich hab keine Pfeile mehr. Dann stirb halt so. Ui! Und den Abgrund runter. Oh, was will der denn jetzt? Nee. Ey! Hui! Wow. Dann A zum Verhören. Informationen sammeln. Also, Gimob, den Sklaventreiber. Okay. Dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir alle als Schelen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Drücke A, um fortzufahren. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über die Hauptmänner. Drücke A, um die Hauptidentität dieses Hauptmanns zu erlernen. Okay. Also, Gimobs sind Titel der Sklavenhalter, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Urks. Okay. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen.
Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene Macht, wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. Okay, da befindet er sich. Okay. Ja, Ziel markiert. Danke. Danke für die Infos. Zu freundlich. Tschüss. Warum soll das unser Ziel sein? Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Naja. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort, rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung Pi Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammlungsstücke. Belohnung Merian, um Verbesserungen zu kaufen. Zwei Hauptaufträge, der Geist von Mordor und der Sklaventreiber. Okay. You will obey. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Genau, und das tun wir in der nächsten Folge. Weil wir haben jetzt ein Einblick in das Spiel verschafft und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn dem so ist, dann liked das Video, abonniert vielleicht den Kanal und dann sieht man sich, wie gesagt, eben hoffentlich in der nächsten Folge. Ciao!